Hallihallo Freunde, hier gibt es ein kleines Update zu meiner Ohr-OP. Ich werde ja demnächst, wenn ich mich wieder einigermaßen körperlich besser fühle, natürlich nochmal ein Video machen zur Ohr-OP allgemein. Ein Video machen zu Flüchtlingen in Deutschland. Ich habe ein Gespräch geführt, interessantes Gespräch mit einem Flüchtling, der mit mir im Krankenhaus lag. Und allgemein auch hier, wie man diese Banderole, wie man dieses Ohr teilt hier, wie man das offiziellerweise anlegen sollte. Später noch zu. Kurz Update zu mir. Bei mir ist es meine OP jetzt eine Woche her. Letzten Freitag wurde ich operiert. Und ab heute gehen meine Medikamente aus. Das heißt, wenn heute Schmerzen auftreten sollten, ja, es ist mein Problem. Ich habe heute nochmal nachgefragt, ich habe einen Termin gehabt bei der Klinik, ob ich nochmal neue Medizin kriege. Nein, ich kriege keine neue Medizin mehr. Was ich quasi bekommen habe, habe ich bekommen. Nase kribbelt ganz kurz. Ja, unangenehm. Unangenehm, deswegen, weil ich war heute auch wieder in der Klinik gewesen. Und mir wurden in mein Ohr, hinten mein Ohr, ich weiß jetzt, wo mein Ohr aufgemacht wurde. Also bei der Ohr-OP hat man ja zwei Varianten. Entweder man schneidet das Ohr von vorne auf oder man macht das Ohr von hinten auf. Bei mir wurde das Ohr von hinten aufgemacht, von hinten aufgeschnitten. Heute wurden mir die Fäden gezogen und gleichzeitig wurde auch ein kleiner Test gemacht, wie denn jetzt das Hören am Ohr ist. Wenn ich jetzt selber spreche, jetzt aktuell gerade hier auch in der Kamera, höre ich mich selber mit so einem kleinen Echo in diesem Ohr. Ob das normal ist, kann ich so nicht sagen. Dann haben die immer so Stimmgabeln. Die schlagen sie irgendwie auf den Knie oder auf den Schuh, so ein bisschen Schwingung geraten und halten sie am Kopf, egal wo sie hin hatten, halten sie am Kopf hin. Und dann muss man sagen, ah, ich höre das Geräusch da, da oder da. Ja? Idealerweise, wenn beide Ohren gleich sind, in der Mitte. Wegen meiner Ohr-OP sollte ich alle Geräusche erstmal noch rechts hören, weil hier alles ja noch zu ist. Ja, beim Hörtest kam dann heute ein kleines Problem raus, nämlich, dass ich manche Geräusche am rechten Ohr gar nicht wahrnehme oder komplett am verkehrten Ohr wahrnehme. Quasi Geräusche, die normalerweise rechts kommen sollten, waren von mal links gewesen. Daraufhin musste ich nochmal kurz zum Testen gehen, wo mal mit den Hörgeräten mal genau getestet wurde, woran liegt das und so weiter. Und wurde festgestellt, dass nach der Ohr-OP, jetzt im Nachhinein, das Hören auf der rechten Seite schlechter geworden ist als wie vor der OP. Grund dafür, ja, den wissen Sie auch nicht ganz. Ich habe noch Tabletten, die ich allgemein hier zur Heilung nehmen muss am Ohr. Und da ist jetzt abzusehen, was das genau bei rauskommt. Ich soll die Tabletten noch zu Ende nehmen, die ich hier fürs Ohr nehmen sollte. Ich glaube, ich gehe noch bis zum Sonntag noch. Also heute habe ich schon genommen, morgen noch nehmen, übermorgen nehmen. Und dann sind die Tabletten auch durch. Das sind so Tabletten, die quasi auch für die Heilung des Ohres gedacht sind. Ja, es gibt wieder verschiedene Varianten, die ich haben könnte am rechten Ohr jetzt noch. Die wissen nicht ganz, woran das jetzt liegt. Entweder, sagte mir gerade die Ärztin, zickt mein Ohr gerade umher. Oder ich habe einen Hörsturz, was nach der OP auftreten kann. Oder. Jetzt habe ich nächsten Donnerstag meinen Nachfolgetermin. Der war offiziellerweise gar nicht eingeplant, aber halt wegen diesem aktuellen Problem habe ich jetzt einen neuen Termin bekommen. Am nächsten Donnerstag muss ich wieder hin, wieder zum Hörtest, um zu hören, ob sich da das Hören nun gleich schlecht bleibt, noch schlechter wird oder vielleicht, wo man darauf hoffen kann, es besser wird. Vom Groben her ist es mir egal, sage ich, so wie das Hören auf der rechten Seite ist, weil man gewöhnt sich daran. Wenn man links hören kann, hört man halt nur links. Und nur gibt es mittlerweile schon gute Hörgeräte, was mein Alter nicht sein muss. 35 Jahre ist ein bisschen zu früh, aber es wäre jetzt nicht das große Drama. Wichtig für mich wäre zumindest, dass auf der rechten Seite habe ich ein Loch im Ohr gehabt, dass zumindest das zu ist, damit ich quasi im nächsten Sommer mit der Mira oder mit meiner neuen Tochter, das klingt doof, aber also mit der Mira oder mit unserer neuen Tochter, der Melissa, vielleicht gemeinsam in die Ostsee reinspringen kann, wieder baden kann, ohne Angst haben muss, dass da Wasser kommt und Gott, mit Schmerzen, Ohrenentzündung, weil das ging ja eigentlich ein Jahr lang ziemlich bescheiden, weil ich habe ein Loch im Ohr gehabt. Sobald da Wasser reinkam, habe ich meist auch damit Probleme gehabt. Ohrentzündung, Pochern im Ohr, auch Hörausfall teilweise. Ich habe jetzt gerade hier, ich bräuchte mal kurz ein Taschentuch, mir läuft gleich die Nase, sieht man schon? Noch sieht man es nicht ganz. Ja.
gut vorbereitet, keine Tasche noch hier. Also muss ich schnell nach Hause. Ich sitze gerade im Auto. Ja, was kann ich noch so meine OP sagen? Im Moment ist auch noch so vielleicht der Schwindelanfall. Wie kann man es beschreiben? Für Leute, die man nicht kennt. So ähnlich, als wenn man Kreislaufprobleme hat, dann kommt man ja auch ins Tauchen. Oder als wenn, für etwas ältere Leute, wenn man zu viel Alkohol in sich hat. Aber es hat nur eine Sache, die wirklich nur kurz auftritt. Sei es man wirklich mich hier ganz schnell von rechts nach links, dass der mal kurz mein Kopf sagt, oh, das war zu schnell, ich muss mich wieder orientieren, dauert ganz kurz. Ja, ist kein schönes Gefühl. Also wenn ich jetzt arbeiten müsste, glaube ich, könnte ich auch nicht die Höchstleistung bringen. Erst recht, David, der Arzt sagt, du hast hier mal, weil mein Ohr wohl gerade den Narben gezogen, die Fäden gezogen, das Ohr, wenn es geht, logischerweise nicht nach vorne klappen. Weil sonst reiße ich ja den Narben wieder auf. Logischerweise, also das Ohr bitte angelegt lassen, damit die Wundheilung gut ist. Also wundheilungsmäßig, alles top, läuft so, wie es laufen soll, sagt er, sieht gut aus. Nur das Hören macht der Uniklinik hier noch ein paar Sorgen. Wie es weitergeht, das werde ich euch berichten. Wir werden spätestens nächsten Donnerstag für einen Termin, spätestens da wird dann auch wieder ein neues Video von mir geben oder auch früher. Stickies haben wir auch schon vorbereitet, ist vorbereitet, aber im Moment noch keine Chance gehabt, das ganze Video zu drehen. Ja, das war kurz Update für euch. Eine Woche nach der OP, wie geht es mir jetzt nach der OP? Bis jetzt kann ich so sagen, OP empfehlen, da ich jetzt noch keinen richtig positiven Effekt bis jetzt davon habe, sage ich, naja, Freunde, ich empfehle es nicht. Noch bin ich ja nicht gesund geschrieben. Bis 15 bin ich noch krank geschrieben und bis dahin kann es ja alles besser sein, dass ich dann vielleicht sage, oh OP, wer es braucht, Jungs, ich empfehle euch das. Was da genau gemacht wird und so weiter, beschreibe ich euch in einem anderen Video. Das war mal kurz ein Update-Video für euch, damit ihr Bescheid wisst, wie es mir geht. Also, denkt dran, mein Kanal hier, Marco Lorenz, abonnieren und weitersagen. Oder abonnieren, teilen, ne? Weil ihr wisst, ab 1000 Abonnenten gibt es Gewinnspiele. Egal, ob ich krank oder gesund bin. Und auch auf Instagram könnt ihr mir folgen unter Marco Lorenz-YouTube. Den korrekten Namen für Instagram findet ihr auch in der Videobeschreibung. Also, bis zum nächsten Mal, euer Marco Lorenz und immer schön weiter YouTube schauen, immer schon abonnieren und weiter sagen, weiter empfehlen. Ja, damit wir groß und stark werden hier in unserem Land. Achso, und die Fußball-EM kommt nach Deutschland. Ejo, ejo. Ja, also muss ich ja nochmal demnächst nochmal mein WM-Song für Deutschland nochmal neu auflegen. Wird mir ans Herz gelegt, bitte macht doch ein bisschen mehr, nur nicht nur dieses Schwarz, Rot, Gold, hörst du mich? SOS, ich liebe dich. Nein, ich soll ein bisschen ausführlicher singen, ein bisschen mehr Text einbringen. Wird dann gemacht. Nicht jetzt. Ich glaube, das hört sich noch schräger an, als es offiziellerweise ist. Also, unser Deutschlandlied kommt demnächst auch in einer neuen Version. Demnächst, das kann ein bisschen dauern. Aber es kommt. Also, ja, das war's erstmal von mir aus. Und auch Wünsche, Sorgen, nö. Wenn ihr aktuelle Bilderbeiträge von mir sehen wollt, dauert auch derzeit ein bisschen, aber es ist ein bisschen aktueller. Auf Instagram seht immer wieder schöne Bilder und Beiträge von meiner Seite aus. Ja, also bis dahin. Ciao, bitte. Euer Marco Lorenz, ich werde kurz nach oben Hundgasse gehen und dann mal gucken, was Wochenende so bringt. Mal gucken, was man Ohr sagt heute ohne Chemie, ohne Schmerzmittel. Also bis dahin. Ciao, bitte. Euer Marco Lorenz.